Boah, Glück für Karlsruhe, Wahnsinn. Aber ein super Block wird hier vorne. Ja. Yes. Starker Aufschlag von Fabi Suk. Gut, aber ja, perfekt. Start vom AS, sag mal, Patrick Rupprecht. Und dann kriegt er jetzt den nächsten Ball und oh, jetzt sag ich mal, mittlerweile eingewechselt für den Patrick Rupprecht. Oh. Super gerettet, okay, vom Luca. Wahnsinn, ey. Versucht noch einen. Aber eine tolle Aktion. Luca rettet ihn genial. Aber guter Aufschlag, geht nur der hohe Ball und der geht ins Aus. Oh. Erster Satz für Wachau. Schade, schade. Guter Angriff. Geht aufs Highlight. Daher mit so einer kleinen Finte das Aufschlagrecht zurückzuholen und den fünften Punkt. Kurz und trocken hier der Yannick Brentl. Einmal mehr. Bock, ja. Nächsten Aufschlag. Ihm kommt nicht durch. Karlsruhe kommt ja, aber durch mit dem Schumann. Schlägt er nur auf die Finger. Endlich mal eine Abwehr. Wichtiger Ball. Wichtiger Ball für beide Teams. Oh Gott. Ein besseres Ende für Karlsruhe. Schade, schade, schade. Die Abwehr muss da bleiben. Wahnsinns-Rally jetzt hier. Jetzt die Chance für Dachau. Simon Gallas. Und da macht er rein, der Simon Gallas. Gute Annahme. Ja, und Karlsruhe macht den Deckel drauf. Karlsruhe ist wieder da, verteidigt den Ball gut, greift gut an. Annahme ist vorne. Und wieder im Block. Karlsruhe extrem konsequent, extrem stark und extrem erfolgreich im Moment. Ja. 13-19. ASV wieder da. Diesmal mit einer weiteren Variante. Ne Tat, sondern etwas angetouched Nationalmannschaft, 20 Nationalmannschaft unterwegs, deren Kapitän er ist, und ich glaube, er ist eine absolute Bereicherung für unser Team. Jetzt hier geht es kurz und trocken für Karlsruhe durch die Mitte, entsprechend euer Vote dann abgeben, aber erst, wenn das Spiel natürlich vorbei ist. Schlechte Aktion vom ASV und Karlsruhe bestraft es knallhart. Guter Aufschlag, die Schnittstelle, Matchball, dann gibt es die MVP-Wahl. Also es ist herausragend gut, wie sie abwehren. Karlsruhe hat sehr engagiert, sehr konzentriert und sehr druckvoll bereits im Service und wirklich ein großer Kampf und man muss neidlos anerkennen, verdiente Sieger.